R-Type war damals eine populäre Serie und mein Einstieg war die Gameboy-Version. Ich kam dort nie weit, aber ich habe es immer und immer wieder versucht und hatte meinen Spaß damit. Diese Version war natürlich nur eine von vielen und so wurde auch das Super Nintendo mit einem Ableger versorgt. Wie schlägt es sich mit der besseren Technik? Was taugt Super R-Type für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde natürlich wie andere Teile der Serie von Irem entwickelt und von Nintendo bei uns 1992 veröffentlicht, also sehr früh im Lebenszyklus des Systems. Es erschien auch 2008 für die virtuelle Konsole der Wii und auf dem Super Nintendo erschien 1994 ein Nachfolger unter dem Namen R-Type 3. Eine Hintergrundgeschichte ist leider quasi nicht vorhanden und lässt sich schnell zusammenfassen. Da sind fiese Aliens und die müsst ihr wegschießen. Piu, piu. Super R-Type ist natürlich ein klassisches Shoot'em-up, das von links nach rechts gespielt wird. Wenn ihr startet, habt ihr eure Standardwaffe und wenn ihr den Knopf länger gedrückt haltet, ladet ihr ihn auf und entfesselt dann einen besonders mächtigen Schuss. Natürlich gibt es auch andere Upgrades. Am bekanntesten ist natürlich der kleine Satellit, den ihr dynamisch an euren Raumschiff anflanschen könnt und der je nach Position seine ganz eigenen Vor- und Nachteile bietet. Aber auch sonstige Waffen-Upgrades können natürlich eingesammelt werden, die aber jetzt alle nichts allzu Besonderes sind und gewohnte Standardkost bieten. Wenn ihr jedoch sterbt, sind diese natürlich erstmal alle futsch. Neben dem Satelliten-Feature ist natürlich auch die allgemeine Gestaltung Kernmerkmal der R-Type-Serie. Alles sieht organisch-technisch aus und verbreitet damit ein ganz eigenes Feeling. Ich finde den Look sehr stimmig und vor allem die Bossgegner am Levelende sind klasse gestaltet. Die restlichen Normalgegner sind vom Look her auch passend, aber vom Spielerischen bieten die eher gewohnte Genre-Kost und euch erwarten jetzt dort keine besonderen Twists. Da wäre doch sicherlich mehr gegangen. Der Schwierigkeitsgrad ist natürlich serientypisch sehr knackig geraten. Bei einem Treffer verliert er gleich ein Leben. Da schmerzt es umso mehr, dass es keine Speicher- oder wenigstens eine Passwortfunktion gibt. Das ist für mich ein harter Kritikpunkt, vor allen Dingen, weil das Spiel jetzt auch nicht so kurz ist. Dazu kommt noch, dass es in den 7 Leveln keine Checkpoints gibt. Sterbt ihr, müsst ihr wieder von ganz vorne anfangen. Die Schwierigkeit könnt ihr aber immerhin einstellen, aber selbst auf einfach ist es noch herausfordernd. Geübte Spieler brauchen ca. eine Stunde, während man ansonsten natürlich auch länger braucht. Immerhin steht euch jedoch nie die Steuerung im Weg, diese ist immer schön knackig und euer Schiff macht immer das, was ihr von ihm wollt. Technisch hat das Spiel leider zwei Seiten. Zum einen sieht die Grafik für einen so frühen Titel sehr gut aus. Auf der anderen Seite, naja, das könnt ihr euch ja jetzt schon denken. Slowdowns. Wenn viel auf dem Bildschirm los ist, verlangt sich alles gerne mal extrem. Damit muss man halt klarkommen, wobei das Spiel doch immer gerade so spielbar bleibt. Das Sound hingegen, der schwächelt nicht wegen mangelnder Optimierung. Der ist sehr gut untermalt, das Spielgeschehen perfekt. In diesem Bereich gibt es also nichts zu meckern. Was taugt Super R-Type für das Super Nintendo also heute noch? Das Spiel ist durchaus in Ordnung, aber bei weitem nicht perfekt. Die technischen Probleme, Stichwort Slowdowns, die stören dann doch nach einer Weile. Es bleibt zwar immer alles spielbar, aber toll ist natürlich anders. Dazu kommt noch der sehr knackige Schwierigkeitsgrad, der es für Einsteiger auch nicht gerade einfach macht. Wenn euch diese beiden Punkte jedoch nicht stören, könnt ihr hier auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Das war der Test zu Super R-Type für das Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.